fit. Nach dem Pass brauchte ich mal einen Verschnaufer. Nach einem kleinen Missverständnis, dass die Straße nach Chur gesperrt ist, was sie aber nicht ist, da muss ich her. Haha, da habe ich nicht aufgepasst. Das ist nämlich genau eine Frage. Aber darum ist schöner. Echt? Aber es geht ein bisschen schneller. Ja. Wir haben auch ein bisschen gemogelt. Wir nehmen jetzt da. Ich weiß schon, warum ich immer gegen Vereinsmeierei war. Besser. So, das war gewissermaßen ein Satz mit X. Passt so
die Spluga, der Splügenpass. Dummerweise führt er dann in letzter Konsequenz nach St. Moritz und von St. Moritz nach Chur. Sind es nochmal 90 Kilometer. Nein, da fahren wir den Pass jetzt mal wieder runter, was ich sonst eigentlich nicht wollte. Also ich passe auf der gleichen Seite wieder runterfahren. Na gut. So, im Überfluss ist zwischendurch der Akku auch noch näher gegangen. Eine kurze Stippvisite. In Italien. Das ist eine fiese Ecke hier. Seite ist nicht schlimmer als der San Bernardino, finde ich. Gleichwohl ist es ein anspruchsvoller Pass, weil er halt eben auch eng ist. Und so knapp zweispurig.
Tschüss, gut flügen. Nein. Dann doch noch so schön, dass ich mal wieder die Kamera angemacht habe. Was erzählen die denn da? Das ist eine schöne Strecke hier und nicht dieser blöde Splügenpass, wo man da sich vor ihn serpentiniert.
eigentlich ein Aussichtspunkt. Guck mal einer an. Aber den werden wir mal ignorieren, diese Klamm. Geht auch so, weil wir auf der Fahrt ganz gut aus. Chur, da ist es. Wo ist jetzt das? Nein, das ist grün. Grün ist blau.